Network Marketing, MLM, Empfehlungsmarketing, Kunden oder Partner gewinnen. Hallo, Thomas Flussmann, mein Name. Im heutigen Video geht es darum, wie man auf smarte Weise mit Inbound Marketing neue Partner, Kunden im MLM oder Vertriebs gewinnen kann. Das meiste ist ja, was passiert. Die Leute fangen an mit der Namensliste, was vom Sponsor so gesagt wird. Klar, kann man machen nebenbei, aber die ist ja auch schnell aufgebraucht oder bei manchen schon verbrannt, wenn die zwei, drei MLMs hinter sich haben. Du kannst ja nicht jedes Mal die Leute wieder ansprechen auf eine neue Geschichte. Das funktioniert nicht. Des Weiteren ist es so, Facebook-Marketing sollte man nutzen. Das ist das A und O eigentlich. Und eine E-Mail-Liste aufbauen. Sprich, eine Kontaktliste. Denn Kontaktbesitz, also Namensbesitz ist das Wichtigste, um Geld zu verdienen im Internet. Egal wie, ob im MLM oder Empfehlungen oder Affiliate oder Online-Marketing. Darauf kommen wir aber später. Wir fangen erstmal mit Facebook an, mit sozialen Medien. Da machen ja die meisten Networker den Fehler, sie posten gleich auf ihrem Profil den Namen der Firma, wo sie tätig sind. Würde ich nicht machen, das kann nur ein Top-Networker machen, der schon vierstellig oder fünfstellig verdient, monatlich. Auf den kommen die Leute eh zu und wissen, wo er tätig ist und was er macht und so. Aber wenn du anfängst, noch ein, zwei Leute sponsern willst oder gar keinen gesponsert hast oder wie auch immer, und dann anfängst hier Firma XY, der Saft, die Pille, die Creme, der Krypto, das funktioniert nicht. Du musst anfangen, Mehrwert zu geben, ohne Namen zu nennen, das Kind beim Namen zu nennen, und dann kannst du auch Geld verdienen oder neue Kunden gewinnen. Das heißt, du darfst auf deinem Profilbild nicht den Namen der Firma erwähnen, weil sonst sind die Leute auch weg und googeln. Und du willst ja deinen Namen groß machen und über deinen Namen Kunden gewinnen, beziehungsweise Vertriebspartner durch Inbound-Marketing. Das heißt, von zu Hause aus hauptsächlich. Des Weiteren ist es ja so, wenn du dann noch Hashtags postest von deiner Firma und die klicken drauf, die Leute, oder Links von deiner Firma, die nicht auf dich gebrandet sind, das ist alles so eine Sache, dann kommen die auf der Hauptseite. Ja, aber die Kunden, du wirst nie den Kunden mehr wiederbekommen. Weil der dann eventuell irgendwo anders einsteigt, sich bei der Firma direkt meldet oder erstmal liest und gar nicht mehr sich einträgt. Weil die Leute sind ja neugierig und wollen erstmal lesen, lesen, lesen und anstatt was zu tun, das ist leider so. Des Weiteren gibt mehr Wert selbst. Zum Beispiel, wenn du ein Abnehmprodukt hast, dann mach eine Landingpage, eine Squeezepage. 7 Punkte, wie du in 100 Tagen 10 Kilo abnimmst, zum Beispiel. 3 gibst du vorher. Und dann musst du dann halt die Landingpage so aufbauen. 4 weitere Punkte bekommst du, wenn du deinen Namen hier einträgst und deine E-Mail-Adresse. Dann sende ich dir den kostenlosen Report oder PDF oder Video oder whatever zu. Und dann kannst du weiter mit dem Namen arbeiten. Step by step smart den Menschen auf die Geschichte, die du dann vertrittst, aufbauen. Oder du kannst auch Namensliste benutzen, um Affiliate Marketing zu machen. Wenn du jetzt in der Abnehmbranche bist, zum Beispiel ein Buch vermarkten und über Digistore oder andere Plattformen und dann gewinnst du da noch ein paar Euro. Und so kannst du auch das verbinden mit deinem Network oder mit deinem Online-Marketing-Geschäft, diese beiden Sachen, ne? Je nachdem, was du machst. Also so würde ich verfahren. Also das heißt, du kannst auf Facebook dann auch Stories posten, um gut Reichweite zu bekommen, aber ohne Links der Firma oder so. Dann kannst du Videos machen. Oder Live-Videos, hier diese Facebook-Lives oder Watch-Partys, da bekommst du auch gut Reichweite. Das sehen sehr viele Leute. Im Gegensatz, wenn du jetzt nur einen Post auf deiner eigenen Homepage machst, das ist nicht so effektiv. Des Weiteren kannst du noch, ja, im Messenger Leute kontaktieren, am besten eine Sprachnachricht hinterlassen, ist auch sehr wichtig, um Kommunikation mit den Leuten zu betreiben. Da würde ich jetzt nicht nur Textnachrichten nehmen, Copy und Paste
Und das ist auch nicht so gut, um die Reichweite bei Facebook zu erhalten. Weil Facebook kann das irgendwie scannen und da wirst du oft abgestraft. Das heißt, es sehen viel weniger Leute, wenn du denn mal was postest. Ja, des Weiteren kannst du auch noch Instagram nutzen zum Beispiel. Da kannst du auch Sprachnachrichten versenden. Man muss ja nicht immer noch Posts machen auf seiner Timeline. Instagram kannst du auch dann nutzen. Wie gesagt, dann kannst du auch was schreiben persönlich. Aber alles ohne Link. Erstmal Aufbau betreiben mit den Leuten, ein bisschen connecten. Und dann später kannst du die aufs Geschäft ansprechen, wenn sie ein, zweimal geantwortet haben oder wenn ihr ein, zweimal was geschrieben habt, ne? Erstmal privat. Aber es sind ja soziale Medien, das ist ja keine Geschäftsplattform, ne? Da musst du Ads schalten, die dann bei weitem teurer sind. Ja, das ist jetzt so meine Intention, die ich dir mitgeben kann. Wie gesagt, hier ist auch ein geiler Kurs von Matthias, der hier so steht für Online-Marketing und Network-Marketing. Der hat 1000 Leute gesponsert. Das ist ein Top-Profi, kann ich nur empfehlen. Des Weiteren schenke ich dir dann hier den Autoresponder. Mit 100 Adressen kannst du hier eintragen. Und du kannst eine Website-Builder, den schnellsten Website-Builder bauen. Mit 0,5 Sekunden Ladezeit, das ist enorm. Drag and Drop, da kannst du ruckzuck deine Videos in einer Webseite oder Bilder in einer Webseite oder selber was erstellen in einer Webseite mit einem Button, also generieren zur Lead-Generierung, würde ich vorschlagen. Wie gesagt, das Geld liegt in der Liste, das haben die Online-Marketer oder die Networker, die guten, früher schon immer gemacht. Und die Leute, die du in der Liste hast, das sind Kontakte, die du immer wieder kontaktieren kannst. Kann ich dir nur vor ans Herz legen. Kannst natürlich auch eine Messenger-Liste aufbauen mit einem Chatbot oder beides. Da gibt es auch Möglichkeiten kombiniert. Aber hier bekommst du erstmal den Landingpage-Builder gratis. Solltest du dir mit dem Autoresponder, solltest du dir zulegen. Weil wenn du weiter so mit deiner Namensliste nur machst oder so mal gelegentlich Leute ansprichst, da wird das sehr schwer. Kunden und Geschäftspartner zu generieren. Ja, das soll es für heute gewesen sein. So kannst du auf smarte Art Kunden und Geschäftspartner für dein MLM gewinnen oder für dein Network oder Affiliate Marketing. Mein Name ist Thomas Glossmann. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ein Like würde ich mich drüber freuen oder wenn du meinen Kanal abonnierst. Ansonsten bleib gesund und liebe Grüße. Ciao, ciao. Bis demnächst.